Verzeihung, tut mir leid. Ist alles in Ordnung? Das Beamen gehört wohl nicht zu deinen Stärken. Ich bin nur ein wenig nervös. Leo, was ist passiert? Was war das für ein Krach? Er hat eine Buchlandung hingelegt. Hm? Wer ist denn der Stänkerer? Das ist Ramus von ältesten Vater. Nein, er. Moment, hast du uns nicht gesagt, er würde erst heute Abend hier auftauchen? Uns gesagt. Mir hat niemand etwas gesagt, Leo. Naja, wir wollten nicht, dass du dir wegen eventueller Gefahren Sorgen machst, weil es nicht wirklich nötig ist. Was für Gefahren? Tja, im Augenblick wissen wir das auch noch nicht so genau. Okay. Lass uns hier bitte besprechen. Also, das war Phoebes Idee. Wir wollten dich darin möglichst so gut es geht raushalten, damit du nicht so viel Stress hast. Hört auf damit. Langsam bin ich wirklich sauer. Ich bin schwanger, nicht halber krank. Also, was hat er hier zu suchen? Ramus geht in den Ruhestand. Er ist hier, um seine Kräfte an seinen Nachfolger weiterzugeben. Und? Jeder Dämon ist scharf auf seine Fähigkeiten. Und er ist daran, möchte das ihm beschützen, was er angeht. Warum beamt er sich nicht weg, wenn wir fahren? Weil ich nur über mein Fahren bin, nicht aber über physische Kräfte verfüge. Eigentlich müssten deine Schützlinge etwas derart Elementares wissen.